Moment, 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 wir gehen da gleich hin. Ich wollte nur mal. Aha, hier ist Dynamit. Endlich ein bisschen was Übernatürliches oder Spooky-mäßiges. Wie soll man das sagen? Boah, kann man hier nochmal lang? Was will man denn hier? Das ist doch bestimmt irgendwo ein Schatz. Oder muss man hier später sowieso lang? Ja, endlich mal was Geheimnisvolles. Bisher war das alles so realistisch, sag ich mal. Wie halt zum Look passend. Boah, jetzt kommt halt das Abenteuer-Feeling richtig auf. Mit so Geheimgängen. Deswegen gehen wir da gleich rein, aber ich wollte mich noch ganz kurz mal hier umschauen. Vielleicht liegt ja hier noch was. Weil es wäre schon krass, wenn so riesige, also für Uncharted-verhältnismäßige große Abschnitte ungenutzt wären. Müssen wir hier später vielleicht lang einfach hier so rein? Also mein Uncharted 3 Spürsinn von vor ein paar Tagen bringt mir hier in Chile absolut gar nichts. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen, wie viele Schätze ich übersehen habe. Mann, 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 ey. Na gut. Dann gehen wir mal da runter. Oder? Nathan, wie geht's? Mal sehen, was wir hier haben. Das ist eine Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Okay. Endlich ein Wunder und das am Feiertag unseres heiligen Dismas. Wochen, nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzufordern, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und meine Novize unser Morgengebet sprachen. Ein erschreckender Anblick, kieselfarbene Augen und ein dichter, ungepflegter Bart. Er trug die Kleidung eines Schiffskapitäns und besaß ein prachtvolles Schwert sowie einen großen Lederbeutel. Wir luden ihn ein, sich zu uns zu gesellen, und er nahm die Einladung dankbar an. Während dem Essen erzählte der Fremde eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seine Kameraden auf heiligen Boden zu begraben. Dabei bekannte er eine Art Verwandtschaft mit unserem heiligen Dismas. Und daher teilten wir unsere eigenen leidvolle Geschichte mit ihm. Die Ländereien verwahrlost, kein Geld von der Krone und die Kathedrale bis auf uns zwei verlassen. Er nickte wissend, bevor er eine Menge Goldmünzen aus seiner Tasche zog, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Der Fremde bot uns Gold im Austausch gegen unser Land und all die Bauten an, die sich auf ihm befanden. Obwohl meine Überzeugungen mit meinem Verlangen im Konflikt lagen, spürte ich, dass eine Ablehnung töricht wäre. Mit dieser Menge Gold können wir anderswo gewiss mehr Gutes tun als hier an dieser verlassenen Küste. Was den Fremden angeht, möge diese Lande sein Vorhaben gute Dienste leisten, wie auch immer diese aussehen. Aha. Okay, alles klar. Das ist, Geld regelt alles, ne? Deswegen, Leute, klickt mehr meine Videos an, folgt mir auf meinen Social-Media-Seiten, damit ihr da auch nochmal alles anklicken könnt, damit ich mehr Geld mache. Dann sind wir alle zufrieden. Das ist auch gut für euch, Leute. Deswegen passt das schon. Nee, aber folgt mir, stimmt, das hätte ich mal öfters erwähnen können. Folgt mir gerne wirklich auf Twitter oder Facebook oder Instagram. Die Links sind sowieso immer verlinkt in der Videobeschreibung, wenn ihr da Bock drauf habt. Da sind sie ja alle. Ja. Sieht wie eine Tür aus. Es ist eine Tür. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Nächstes Rätsel, würde ich sagen.
Jesus, Dismas zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Eine Art Lampe. Was wir machen müssen. Hey, Smokey, ich brauche mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Gehen wir mal aus dem Weg jetzt hier, Mensch. Was ist los mit dir? Warum blockierst du mich so? Was? Sieh doch mal. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte. So? Ich glaube, das stimmt. Ich glaube auch. Wow, verbinde die Punkte. Na also. Das ist ja locker. Hey, geschafft. Du hast es. Ja gut, das war ja jetzt auch echt extrem simpel. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Oh, 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 oh. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay. Probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Wraith. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt rausgehen, erwarten die uns doch wahrscheinlich schon. Ist doch auch oftmals so, dass man irgendwo reinkommt, in so einem Komplex rausläuft und dann werden wir schon erwartet. Oder die kommen sogar mit rein schon. Aber hier ist es gerade ganz schön ruhig. Jetzt muss ich wahrscheinlich da hochklettern, wo ich lang gelaufen bin gerade eben noch. Ja, sag ich doch. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Hey, da drüben. Wenn wir nicht mal was von denen hören, sehe ich nach. Ah, der hat einen markiert, nice. Komm doch. Hier ist ein... Wieso kann ich da nicht umherjumpen? Hä? Da rechts.
Das wäre das Beste, wenn man jetzt auch wie in Assassin's Creed pfeifen könnte, ne? Ach, scheiß auf den. Er sieht mich nicht. Er sieht mich tatsächlich nicht. Wunderbar. Alter Schwede. Was war das denn? Nichts, alles gut. Was war das denn für ein... Einen von uns hat's erwischt. Wir müssen in der Nähe sein. Was war das denn für ein KI-Aussetzer? Komm schon. Ja, also, tut mir leid. Mir schmerzt es bei dem Spiel, das zu sagen, aber das hätte nicht passieren dürfen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Den kann man schon sehen, den Knave. War jetzt mein Glück, aber na gut. Ich dachte, ich bin jetzt richtig am Arsch. Ehrlich gesagt. Oder? Wer hätte das nicht gedacht? Die merken, dass wir ihn entwischt sind. Geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nicht. Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Tja. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann, und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Ach, Sully, ey. Wow, ihr habt schon gedacht, oder? Nein, nein, passiert nichts. Keine Sorge, Leute, ich hab alles under control. Dieser Balken und so da oben, das wurde doch nicht von den Menschen gebaut. Patrouille voraus. Ich höre sie. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Prognos gefragt worden. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Wasserkahn. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Was haben wir denn hier? Ein Schatz. Oh. Oh. Oh, das ist eine Special-Pistole. Nice. Hammergeil. Ja, ist doch, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich bin jetzt ein richtig gefährlicher... Gefährlicher? Gefälliger bin ich auch. Ja, alles klar. Krasser Pirat bin ich jetzt. So, jetzt schnapp ich mir den Typen. Okay. Okay. Der hat nichts mitbekommen. Es ist auch, das war ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Okay. Dankeschön. Danke, dass er hier schon herkommt. Komm mal her. Müssen wir nicht darum. Kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Aber irgendwann muss doch auch mal zu Ende sein. Nathan, ich habe eine Leiter gefunden. Okay, ich komme. Was haben wir denn hier? Noch ein Schatz.
Jetzt bin ich Schatzsucher Sorb. Endlich. Jetzt geht's los, Leute. Na los, komm. Ich helfe dir hoch. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Ja, Leute, was jetzt nicht so romantisch ist, ist jetzt das Ende von dem Part, beziehungsweise von der Aufnahme-Session von mir. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß beim Zugucken. Ja, lasst gerne dazu Feedback da, wenn das so der Fall ist. Ansonsten, ja, gerne immer eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von den ganzen Sachen haltet und so weiter. Freue mich da auch, Kommentare von euch zu lesen. Und ja, Leute, danke dafür, danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung an die Leute, die das tun. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.